Wie kommt jeder Einzelne eigentlich in die Möglichkeit, sein Potenzial so optimal, wie es nur geht, zu nutzen? Was der erste Schritt ist, ihr müsst euch bewusst machen, ihr seid höhere Lichtkraft, Seelenwesen, nicht nur so energetisch ausrichten, sondern wirklich in diese Macht zurückkehren. Ihr müsst euch dies immer wieder klar bewusst vor Augen halten. Es kann nicht sein, dass man das nur so oberflächlich ausspricht, sondern ihr müsst euch damit befassen, was es heißt, aus der Quelle herausgeboren zu sein. Ich kann euch das nicht abnehmen. Ihr müsst euch das immer wieder klar bewusst machen. All dies ist der erste Schritt. Zudem müsst ihr euch damit einverstanden erklären, eure Heilkräfte energetisch ausbreiten zu lassen. Ihr habt diese Heilkräfte irgendwo gebunkert. So kommt einem das vor. Ihr habt Angst, euch darauf einzulassen. Ihr mögt lieber zu einem Arzt gehen und um euch sagen zu lassen, welche Krankheit ihr habt. Aber innerlich wisst ihr, es geht euch nicht gut, weil eure Seele keinen Ausdruck hat. Sie kann sich nicht ausdrücken. Also das wäre der zweite Schritt, sich auf die Seele einzulassen. Und das könnt ihr ganz real machen, indem ihr täglich euch mit diesen Seelenängsten befasst, beziehungsweise mit euren Ängsten, die euch über den Tag begleitet haben. Alles, was irgendwie in einer Abgetrenntheit geendet hat, müsstet ihr aufschreiben, analysieren und wovor ihr die meiste Angst gehabt habt. Also, das wäre der zweite Schritt. Und dann folgt die Konfrontation mit der Angst. In welcher Angst stehe ich? Woher kommt sie? Ist es die eigene Angst oder habe ich mich mit einem anderen verbunden und diese Ängste angenommen? Es geht wirklich darum, es in dir zu fühlen, zu spüren und dich im nächsten Schritt abzugrenzen. Alles, was nicht dir gehört, musst du ausmisten, beziehungsweise es so analysieren, dass es dir nicht noch einmal geschehen kann. Was natürlich auch bedeutet, es muss wirklich eine Analyse in dir selbst stattfinden. Da könnt ihr euch auch behelfen, euch mit anderen zusammentun. Aber ihr müsst euch aufmachen, auf die Suche nach euren Ängsten machen. Und dann kommt es zu einer Erweiterung des Seelenraums. Und hier könnt ihr wirklich absolut befreit einmal erörtern, was möchte ich hier überhaupt auf Erden vollbringen? Was ist in mir? In welcher Aktionskraft möchte ich mich sehen? In welcher Berufung möchte ich mich aktiv ausdehnen? All das müsst ihr aus eurem innersten Seelenkern heraus hervorbringen. Und all das kann euch eure Bewegungen hervorbringen. Aber dann kommt es noch darauf an, ihr steckt in alten Mustern fest. Zum Beispiel Ahnenbelastungen oder karmische Belastungen oder Ängste, die mitgegeben worden sind oder Interaktionskräfte mit anderen Inkarnationen, nicht hier auf Erden,
sondern in anderen Kraftebenen, die abgelöst werden müssen. So, dann noch Implantationen, vielleicht irgendwelcher Art, die mit eingebracht worden sind. All dies behindert euch irgendwie an der Aktionskraft eures höchsten Bestrahlungs-Ich. Hier müsst ihr euch auf die Suche machen. Das kann euch keiner abnehmen. Es klingt nach sehr viel Arbeit, aber diese Arbeit lohnt sich im Endeffekt immer.